Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer kleinen Pre-Room-Tour hier durch meine neuen Räume. Ich bin hier umgezogen, wie der ein oder andere mitbekommen hat. Und es sieht hier alles ein bisschen anders aus als vorher. Ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, das Ganze sehr cool zu gestalten. Es gibt noch eine, oh, da hätte ich es beinahe gezeigt, das absolute Highlight. Es gibt noch eine ausführliche Room-Tour, das dauert aber noch ein bisschen. Das muss hier jetzt erstmal so lange reichen, ne? Hier ist mein neuer Desktop mit Schwebemonitoren. Ich kenne ja noch so einen jungen Herrn, der das auch gemacht hat, aber natürlich nur, weil ich ihm einen Tipp gegeben habe. Hier habe ich gestern gestreamt, dann habe ich diesmal versucht, sehr viel mit Licht zu machen, wie beispielsweise mit diesem Licht, aber das ist nicht wirklich spektakulär. Wir steigern uns, und zwar hier mein Samsung Horizon Multi-Ding steht da unten, das ist dieser Router, wo das Unity Media Internet herkommt, was so schnell ist, und dann kann ich da unten auch noch umschalten, ich kann ihn so grün machen, ich kann ihn so gelb machen und was gibt es noch, blau kann ich den machen und dann kann ich den noch rot machen. Ich kann auch total wirre Sachen machen, wie zum Beispiel, dass der anfängt zu flashen, ne? Das ist dann, wenn du so richtig heraushängen lassen möchtest, dann haben wir hier noch alle möglichen Farben, ne? Das ist mega krass. Und was gibt es noch, hier solche Geschichten. Mensch, wenn ich das so sehe, da wäre ich, das ist der Hammer, ne? So, pass auf, ich mache es wieder hier auf die normale Farbe, so habe ich es meistens. So, wollte ich euch aber gar nicht zeigen, eigentlich wollte ich gar keine Pre-Room-Tour machen, könnte es total spontan, habe den Tisch gesehen. Der Tisch ist auch geil, ne? Was sagt ihr da? Meine Nintendo Homeboys, schön laminiert, damit das richtig slick aussieht. Ja, ich bin schon ein bisschen stolz, muss man ja sagen. Ich bin stolz, muss man so sagen, ne? Aber das wollte ich euch gar nicht zeigen. Und zwar ist heute ein Teil gekommen, worauf ich sehr lange gewartet habe. Das ist auch cool, habe ich so eine Idee gehabt, zeige ich euch mal. Hier ist der Dark Souls Collector's Edition Typ und der hält ein Razer-Ding. Da steht Shut the fuck up, do not disturb. Finde ich richtig cool, weil hier natürlich Zockerparadies ist mit der Couch, die sehr bequem ist. Na, wo sitze ich? Kennt ihr aus der letzten Roomtour. Ey, ich wollte nur eine Minute machen und jetzt bin ich schon wieder so lange. Wie viel habe ich? Über 2 Minuten. 3 Minuten dürfen wir nicht übersteigen. Und zwar, Achtung, bam. Ja, das Ding ist heute gekommen, habe ich sehr lange drauf gewartet. Das ist eine ganz neue Lampe von IKEA. Die gab es bei uns im IKEA überhaupt nicht. Und deswegen habe ich die online bestellt und habe über 3 Wochen darauf gewartet. Ja, das Ding ist aber auch wirklich die 3 Wochen wert gewesen, weil ich zeige das mal eben. Wow. Geil oder geil? Das ist die Frage. Es sieht richtig, richtig fett aus. Ja, ich versuche mal so ein bisschen epische Musik drunter zu legen und mache mal so eine Kamerafahrt. Achtung und los geht's. Wow, wow. Okay. Warte, hier rum. Ja, sieht schon mal sehr, sehr mega abgespaced und geil aus, das Ding, wenn ihr mich fragt. Ja, kostet nur 49 Euro. Ihr denkt, das war alles, ne? Ihr denkt, ich mache jetzt einfach Schluss und habe euch hier so eine Kugel gezeigt. Wartet ab. Moment, 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 Moment. So, muss die Kamera mal richtig halten. Und zwar halten wir die mal so. So, und jetzt Achtung, jetzt guckt, was passiert. Guckt, was passiert. Ich muss Musik drunter legen. Achtung, Musik. Ja, das ist quasi ein Transformer in Form einer Lampe. Im Grunde, wahrscheinlich, wenn ich nachts pennen gehe, zockt der hier oder irgendwas. Auf jeden Fall ist das meine neue Roboterlampe. Wenn ihr mich fragt, die geilste Lampe auf Gottes Erden. Man kann hier einfach unten dran ziehen, seht ihr? Und dann wird die wieder zur Kugel. Und dann zieht man wieder hier unten dran. Bam! Geht die auf. Warte, nochmal. So, dann ziehen. Und nochmal. Warte. So, boah. Dann wollt ihr nochmal von der anderen Seite sehen. So, wieder zu. Achtung. Und, so lange ist mein Arm nicht. Und 3, 2, 1. Bäm! Na? Alter, ist die geil. Also da muss ich mal ehrlich sagen, wer diese Lampe nicht kauft, ist selber schuld. Die gibt es anstatt mit diesen ganzen orangenen Sachen, die da drin sind, gibt es die auch noch mit, ich glaube, grün oder sowas, ne? Mit so grünen Sachen drin, ne? Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht von IKEA dazu beauftragt worden, hier so eine mega Werbung dazu zu machen. Aber wenn ihr mich fragt, ist es die geilste Lampe auf diesem verdammten, achtet, Planeten. Ja? Man kann auch noch, man kann die wahrscheinlich so drehen, Achtung. Jetzt dreht sie sich wahrscheinlich schon wieder zurück. Natürlich tut sie das. Warte, 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 ich mach mal auf und drehe sie dann nochmal, weißt du? Bam. So, und jetzt, Achtung, liebe Leute, Achtung. Und jetzt. Super. Ja, seht ihr hier das Muster da oben an der Wand? Ne? Alter. Ich glaube, ich werde mich jetzt genau da hinsetzen
und einfach nur sehen, wie sich diese Lampe dreht. Naja, 5 Minuten, alles klar. Das war Pre-Room-Tour. Irgendwann gibt es auch dann die komplette Room-Tour mit diesen ganzen schicken Sachen, die es hier so, die so rumstehen. Erzähle ich auch mal ein bisschen, wie ich das gemacht habe und so, ne? Und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß bei allem, was ihr tut. Euer M-Pox. Tschüss.